Hey, Mahlzeit, Freunde, willkommen bei Mibili. Draußen ist ein fürchterliches Herbstwetter. Es regnet. Ich habe das Gefühl, es fängt gleich an zu schneien. Es ist doch der richtige Zeitpunkt, im Urlaub hier ein bisschen den Keller abzuhängen. Ich habe hier so ein cooles Teil gefunden. So ein alter Rasentrimmer. Den werde ich jetzt wieder mal auf Vordermann bringen. Ich habe echt keine Lust da draußen, das ganze Grünzeug da von Hand zu schnibbeln. Jetzt gucken wir mal, was wir aus dem Teil rausholen. Ne? So, mal hier diese Umrandung runter gemacht. Da sieht man schön, das sind zwei Rollen auf einer. Ne? Eins von diesen Kunststoffbändern geht da links raus, eins rechts raus hier im Trimmer. Und irgendwie laufen die da drin nicht mehr sauber. Jetzt werden wir den mal alle abrollen und wieder sauber neu aufrollen und dann hier durch die Löcher rausfädeln. Dass wir da möglichst wieder noch mit dem Rest hier drauf arbeiten können. Ne? So, jetzt habe ich die mal ganz abgespult. So sieht sie leer aus. Und eine von den beiden war intern gerissen und hat sich dann eben durch die Umdrehungen da total verheddert. Ist natürlich die Frage, welche noch länger davon ist, dass es sich überhaupt lohnt, die noch einzusetzen. Aber ein bisschen Material ist noch drauf. Können wir noch mal gut Rasen drin. Ja, dieses ist eine längere. Das ist was übrig geblieben ist von der anderen. Ja, vielleicht können wir zuerst die eine verbrauchen, dann die andere verbrauchen und dann wieder zusammensetzen. Es sei denn, es ist so ein guter Kunststoff, der sich schön erhitzen lässt und zusammenkleben lässt, so wie Paracord vielleicht. Ne? Kann man bombig zusammenkleben. Es ist nur ein bisschen dick hier an der Stelle geworden. Die beiden Rollen wieder aufgewickelt, eine linksrum, eine rechtsrum zusammengebaut. Und jetzt natürlich festgestellt, dass es falsch rum ist, weil man kann das Ding ja immer nur in eine Reihe Richtung drehen, um wieder mehr Kabel zu bekommen. Was aber nicht geht, wenn die da drin gegeneinander verdrillt sind. Dann kann ich immer bloß eins aufwickeln und das andere nicht. Das heißt, nochmal aufmachen, eins muss runter und es müssen doch beide in die gleiche Richtung drauf, damit sie dann wieder abrollbar und verlängerbar sind, wenn sie kaputt sind. Jo, also nochmal, nicht zur Strafe, nur zur Übung. Ne? Ist noch kein Gartenbaumeister vom Himmel gefallen. Mist, aufgewickelt. Deckel kann so drüber. Von innen durchschieben. Das ist blöd, wenn du jetzt zwei Kunststoffdrähte hast, die ständig davon rauschen wollen und sich wieder abwickeln wollen. So, mal gucken, ob das jetzt richtig rumgedacht ist. Aber ich so blöd für sowas bin. So, ein bisschen darüber schieben. Da ist nämlich schon ein schönes Loch drin. So, beide sind wieder eingefädelt. Oh ja, gut. Wenn man jetzt zieht, geht's auf. Wenn man so rumdreht, wickelt man es wieder ein. Jo. Operation geglückt. Gardena-Rolle mit ein paar Metern noch einsetzbar. So. Jetzt Deckarbeit. Sauber machen. So. Schauen, ob das wieder funktioniert. Ne? Natürlich vergessen sauber zu machen. Ne? So, ne. So, mal gucken.
schön weghalten, ne? Dass uns hier die Scheiße in die Ohren fliegt. Die Zombies können kommen. Der Angriff-Tune. Sieht gut aus. Operation gelungen, Patient tot. Das Teil fährt hier schon seit ewig und drei Tagen im Keller rum. Und da meinte Hans letztens, ich soll mal gucken, ob wir das wieder zum Laufen kriegen. Ne? Wäre ja schade. Um so ein Markengerät, das eigentlich noch funktioniert. Ne? Ja, und sobald es aufhört zu regnen, wenn wir mal draußen ein bisschen Krach machen, ne? Mal die Nachbarn aus dem Mittagsschlaf wecken. Okay, Leute. Heute mal anderes Werkzeug hier, ne? Aber auch immer wichtig, ne? Multitool und Feuerzeug. Kann ganz praktisch sein. Bevor da jemand fragt, was, wie, kein Messer, doch auch ein Messer dabei. Victorinox Hunter OD Green. Schön leichtes Teil. Okay, Leute. Hillbilly sagt tschüss, bis zum nächsten Mal hier beim Hausmeisterflug auf dem Kanal. Also, bye bye.